Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Im letzten Vlog hatte ich euch schon einen kleinen Sneak Peek auf das Produkt gegeben, um das es heute gehen wird. Ich finde ja, ich habe es jetzt absolut auf YouTube geschafft, denn ich habe einen Staubsaugerroboter zugeschickt bekommen. Ein Staubsaugerroboter ist tatsächlich schon lange mein Traum, denn ich hasse es tatsächlich zu staubsaugen. Also ich putze noch lieber meine Fenster und wische durch die ganze Wohnung, aber ich hasse es tatsächlich, Staub zu saugen. Und deswegen kam mir diese Kooperation natürlich sehr gelegen. Und deswegen möchte ich euch heute, Achtung, ich muss es tatsächlich ablesen, von Ecovax Robotics den D-Bot N792 vorstellen. Achtung, ich zeige ihn euch kurz. Er ist auch irgendwie ein bisschen süß. Also, das hier ist mein neuer bester Freund. Mir hat noch nie jemand so sehr im Haushalt geholfen wie er. So sieht das Grund aus, zeige ich euch aber dann noch ein bisschen. Denn ich habe für euch mitgefilmt, als ich ihn das erste Mal in Gebrauch genommen habe, das erste Mal durch ein Zimmer hier habe bei uns fahren lassen. Die Kinder, kann ich euch sagen, finden es cool. Ich hatte erst Befürchtung, ob sie ein bisschen Angst davor haben oder Respekt, aber überhaupt gar nicht. Also hier wird jeden Tag danach gefragt, ob der nicht endlich wieder fahren könnte. deswegen bekommt ihr jetzt erstmal einen kleinen Einblick, als ich ihn das erste Mal ausgepackt habe und in Benutzung genommen habe. Also ich hatte tatsächlich wirklich auch noch nie einen Staubsaugerroboter in der Hand. Er sieht übrigens sehr, 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 sehr schön aus, wie ich finde. Und hier sind dann quasi die Rollen oder auch Räder. Hier die Bürsten, hier ist auch noch so eine Rolle. Und ich gucke jetzt mal, hier ist dann wahrscheinlich was ich dann ausleeren muss, wenn das voll ist. Und ich versuche jetzt mal, das Ganze zum Laufen zu bringen. So, ich habe jetzt erstmal die Ladestation aufgebaut und die Seitenbürsten eingeklickt. War alles super simpel. Und jetzt schalte ich ihn an und werde ihn erstmal laden. Also ich denke mal, dass der erst geladen werden muss. Genau, also vor dem ersten Gebrauch muss ich den Staubsaugerroboter jetzt erstmal mindestens 4 Stunden laden. Das zeigt er mir damit an, dass er hier leuchtet. Und wenn das dann nicht mehr blau leuchtet, ist er wohl vollgeladen. Und ja, da warten wir jetzt erstmal 4 Stunden und gucken dann mal weiter. Also er ist fertig geladen. Er war auch vor den 4 Stunden schon geladen. Also er hat gar nicht so lange gebraucht. Und ich würde ihn jetzt einfach mal im Automodus hier durch das Zimmer fahren lassen. Und bin sehr gespannt. Ich muss wohl einfach nur diesen Knopf drücken. Und dann geht's los. Das erste Mal fürs Kinderzimmer entschieden, weil ich hatte auch noch nie einen Staubsaugerroboter und ich wusste nicht, wie der so mit den verschiedenen Gegebenheiten klarkam. Und im Kinderzimmer, da liegen keine Kabel rum, da kommt er auch gut unter alle Möbelstücke durch. Ich hatte auch alles nach oben gestellt, sodass da wirklich eine freie Fläche war und das gut funktionieren konnte. Ich habe mich dann so ein bisschen informiert, also dass man zum Beispiel so rumliegende Kabel und so, sowas muss natürlich weg oder Dinge, wo er einfach hängen bleiben kann, das war mir schon vorher klar. Und im Kinderzimmer hatte ich das vom Prinzip her nicht und deswegen habe ich ihn dort zum ersten Mal fahren lassen und habe dann halt auch die Tür geschlossen, damit das alles unproblematisch vonstatten ging. Was ich beim ersten Mal nicht benutzt habe, was man machen kann, ist die Fernbedienung, weil man kann natürlich verschiedene Modi einstellen. Ich habe ihn jetzt erstmal beim ersten Mal in diesem Automodus fahren lassen, aber man kann halt verschiedene Sachen einstellen. Es tut mir leid, aber das muss ich tatsächlich so ein bisschen ablesen. Also es gibt verschiedene Reinigungsmodi. Diesen Automodus, den kann man halt auch auf dem Roboter an sich alleine einstellen. Dann gibt es noch den Punktreinigungsmodus. Der ist kürzer als 3 Minuten und da wird halt so ein ganz kleiner Radius festgelegt, auf dem der was wegsaugen soll, wenn da jetzt irgendwas ist. Dann gibt es den Randreinigungsmodus.
den ich auch ganz cool finde, den Einzelraummodus, den ich eigentlich ganz gut finde, dass man sagt, also ne, wie bei mir, ich bin ja dann auch zu Hause, wenn der fährt, man sagt, der übernimmt halt einzelne Räume. Man kann den natürlich ne, auch alle Türen aufmachen und den da so durchfahren lassen, wenn das möglich ist. Kommt halt drauf an, wie das bei einem zu Hause aufgebaut ist. Dann kann man natürlich auch einstellen, dass der dann zur Ladestation zurückfährt und so. Das finde ich halt richtig cool, dass der dann halt, ne, die steht halt immer fest da und da kann der dann immer wieder reinfahren, wenn es soweit ist. Man kann auch eine Zeit programmieren, eine Reinigungszeit. Das kann man halt alles super easy hier mitmachen. Also ich bin echt eine Frau, muss ich dazu sagen. Ich habe vor sowas immer Respekt, wenn ich sowas einstellen muss, wenn ich sowas alleine irgendwie so programmieren muss. Habe das früher auch nie gemacht, habe das immer jemanden machen lassen. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich es alleine tun muss. Und es ist wirklich super easy. Also man hält sich halt einfach an die Bedienungsanleitung und da konnte halt auch echt nichts schief gehen. Da habe sogar ich das auf die Reihe bekommen. Also abschließend möchte ich gerne zu dem Staubsaugerroboter sagen, ich liebe ihn sehr. Es ist wirklich unglaublich praktisch. Ich stelle es mir auch gut vor, wenn man wirklich arbeiten ist, den vorher ordentlich programmiert und dann der einfach saugt, während man nicht zu Hause ist, finde ich das super genial. Vor allen Dingen, wenn man Tiere hat und dadurch ja noch öfter eigentlich staubsaugen muss als so schon. Ich finde halt cool diese einzelnen Modusse, die man wirklich einstellen kann, weil meine Befürchtung war erst so, ja, wie mache ich denn das? Wenn ich irgendwo mal habe was fallen lassen, an einem bestimmten Punkt irgendwie nur Krümel rumliegen, wie funktioniert das dann? Aber auch da gibt es ja den entsprechenden Modus dafür. Er ist auch nicht sonderlich laut, also das ist wirklich ertragbar, wenn man den Raum zum Beispiel die Tür zumacht und man in einem anderen Raum ist, hört man ihn zwar, aber jetzt nicht übermäßig laut oder so. Am Anfang dachte ich, wo ich wirklich den automatischen Modus drin hatte, das dauert aber lange, aber man kann ja die Zeiten einstellen. Wenn es jetzt nicht so unmöglich verdreckt ist, muss der ja jetzt nicht stundenlang fahren. Und der misst sich das halt wirklich alles aus, wo kann er lang fahren und so. Also das finde ich wirklich gut. Es hat auch ordentlich geklappt unter den Kinderbetten, dass der da drunter gefahren ist. Also wenn man vorher das gefahrenfrei für ihn macht, wie gesagt, so Kabel, die eventuell irgendwo rumliegen oder wo er sich drin verfangen könnte, wenn man das aufräumt, was man ja irgendwie sowieso im Vorfeld macht, also ich jedenfalls, wenn ich halt putze, aufräume, wird sowas sowieso ja weggeräumt und dann geht es eigentlich, dann ist das sehr, sehr, sehr unproblematisch und wirklich sehr günstig, wenn man Zeit sparen möchte tatsächlich, dass man den halt so programmiert, dass er zum Beispiel fährt, wenn man nicht zu Hause ist. Wenn man so wie ich sauge halt echt nicht gerne, ne? Das war schon immer so. Da ist es halt echt super praktisch. Und ich glaube wirklich, wenn man Tiere hat, ist es halt auch richtig, richtig genial. Ich habe jetzt nicht so viele Teppiche liegen. Also auf die Ideen, die ich habe, lief das sehr unproblematisch. Ich habe halt so kurzflorig, nennt man das, glaube ich. Bei welchen, die echt so große, fette Dinger sind, läuft das, glaube ich, nicht so unproblematisch. Dazu kann ich euch aber nichts sagen, weil ich solche Teppiche einfach nicht habe. Also ich habe normalen Fußbodenbelag und nur einzelne kleinere Teppiche liegen und das hat einwandfrei bei mir funktioniert. Ich verlinke euch den Staubsaugerroboter natürlich unten in der Infobox. Freunde von mir haben den auch und schon sehr, 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 sehr lange und der läuft dort wirklich sehr, sehr oft und die sind sehr zufrieden. Die hatten den meines Wissens auch noch nicht bei der Reparatur. Wenn man jetzt mal so ein bisschen langfristig denkt, weil dazu kann ich natürlich nichts sagen. Und es ist dann natürlich auch super unproblematisch, wenn der halt voll ist, ne? Das Ausleeren, das geht super einfach. Das heißt, es ist ohne Beutelsystem, also auch da wieder, ihr spart da, ihr müsst da nicht irgendwie Staubsaugerbeutel oder so ein Mist mitkaufen. Also ich bin sehr, sehr glücklich, bin sehr, sehr zufrieden. Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen und dass diese Kooperation zustande gekommen ist. Wie gesagt, jetzt habe ich es als YouTuberin absolut geschafft, weil ich einen Staubsaugerroboter zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr selbst einen Staubsaugerroboter habt, schreibt doch gerne mal von euren Erfahrungen. Oder seid ihr Menschen, die echt noch wirklich super gerne staubsaugen? Auch dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!